Ich hoffe, man sieht's. Grüß euch und herzlich willkommen beim Backseat Survivor Kanal. Heute mal ein anderes Video. Ich möchte euch die Machete aus dem letzten Video vorstellen, als ich das Bambusfeuer gemacht habe. Hierbei handelt es sich um die Condor Lobo. Kommt in einer sehr schönen Kydex-Hülle, schön in Grau gehalten. Meines Verständnisses nach kommt Lobo von Wolf, in Südamerika zumindest, das heißt das der Begriff dafür. Und das ist die schöne Machete dazu, von Condor. Die Machete besteht aus einem 1075er High Carbon Steel, ist 3 mm dick, also nicht allzu dick, sollte eine Machete auch nicht dicker sein. Aber 3 mm ist schon etwas dicker für eine Machete, denn die meisten haben so roundabout 2 mm. Der Griff besteht aus Micarta. Ist ein sehr schöner Griff, liegt sehr gut in der Hand. Wir haben hier einen leicht bauchigen Anschliff mittig und außen kann man sehr gut drauf greifen. Hinten hat es auch eine kleine Nase, dass man drüber greifen kann und sie bei Hackbewegungen nicht aus der Hand rutschen kann. Natürlich habe ich die Machete nochmal neu angeschärft, denn Condor ist dafür bekannt, dass sie, sagen wir mal, so ganz okay angeschliffen sind. Und wir werden diese Machete jetzt in drei verschiedenen Möglichkeiten testen. Einmal, damit wir etwas schnitzen, einmal zum Hacken und einmal batonieren. Ich bin gespannt, wie das Batonieren abschließt, denn die Machete ist nur 3 mm dick. Natürlich werden wir das jetzt nicht hier machen. Ich werde das dann zu Hause vormachen mit Holz, was zu Hause rumliegt. Darf ich mal? Denn wenn wir uns hier umsehen, haben wir zwar Drüsensprengkraut, aber hier sind überall noch Hummeln und Bienen, die die Natur jetzt noch kurz vor dem Herbst genießen. Und das möchte ich jetzt den Insekten nicht wegnehmen. Bevor wir jetzt mit dem Testen starten, muss ich noch dazu sagen, dass ich die Machete selbst nochmal angeschliffen habe. Das bedeutet, wir haben hier einen ca. 1,5 bis 2 mm Anschliff nach oben, beidseitig. Schleifkörnung war ca. 1000 mit einem Diamantschleifblatt. Das bedeutet, ich hoffe, man sieht, ich kann mich hier jetzt easy peasy mit der Machete rasieren. Bevor wir jetzt noch starten, haben wir jetzt einen kurzen Papiervergleich, was jetzt ziemlich feucht geworden ist. Funktioniert sehr gut. Hier haben wir einen Birkenast. Hier werden wir jetzt versuchen, so gut wie möglich einfach durchzuschnitzen. Ich muss sagen, das geht erstaunlich gut. Wir schnitzen jetzt einfach eine Spitze rauf. Funktioniert sehr gut. Wenn man jetzt die Chips betrachtet, die wir hier rausschneiden, das sind massive Stücke, die hier easy peasy zum Abtragen geht. Also würde ich es jetzt von 0 bis 10 Punkten bewerten müssen, würde ich sagen, eine stabile 9 von 10. Der nächste Test ist der Hacktest. Hier schauen wir, wie gut die Machete rein in die Birke geht. Birke ist ja relativ weich. Aber ausreichend, da Macheten ja für Dschungelhölzer gedacht sind und Dschungelhölzer ja noch viel weicher sind. Boah. Geht echt gut durch. Für den Hacktest hacken wir uns hier noch ein Stück ab. Das ging gleich einmal durch. Machen wir gleich noch ein zweites Stück. Das geht echt gut mit dieser Machete, ist sehr scharf. Das Holz sieht auch nicht allzu morsch aus. Jetzt versuchen wir nochmal eine schöne Spitze hier drauf zu spitzen. Sehen wir einfach, ob das vorher einfach eine gute Stelle war. Nee, aber das geht echt gut. Für feine Arbeiten, beispielsweise Feathersticks,
ist hier eigentlich auch gut brauchbar. Jetzt scheitert es halt hauptsächlich an mir. Ja, da lassen sich sehr schöne Locken machen. So, dann hacken wir jetzt die Spitze fertig. Man muss halt sagen, die ist halt jetzt so scharf, weil ich sie nochmal angeschärft habe. Out of the box, wenn das jetzt eine 9,5 von 10er Schliff ist, würde ich sie out of the box auf 6 von 10 raten. So, jetzt testen wir noch, ob man gut damit batonieren kann. Hier habe ich halt einfach Standard eine Fichte, wenn man sie bei uns überall antreffen kann. Ich werde die Fichte jetzt nach unten setzen. So. Ja, ist okay. Man merkt anfangs, dass sie halt den Spalthebel nicht hat, dass sie nur 3 mm dick ist. Hätte sie jetzt 4 oder sogar 5 mm, wäre halt der Spaltgrad viel größer. Vor allem, da sie von oben nach unten auch noch eng zusammenläuft, hat man sozusagen auf den ersten 1,5 cm absolut keine Spaltwirkung. Jo, konnte man jetzt wieder sehr gut fühlen beim Durchschlagen. Aber wenn ich es jetzt wirklich als Schneid- und Schnitzwerkzeug hauptsächlich nutzen würde, ja, da lassen sich sehr schöne Federsticks machen. Also ich würde jetzt hacken und schnitzen beides auf, ja, können wir eigentlich hohe Punktzahl vergeben, sagen wir 9 Punkte. 10 weiß ich nicht. Also, nein, ich würde 9 Punkte sagen, aber batonieren würde ich eine 4 von 10 hergeben. Aber dafür ist sie eigentlich auch nicht gemacht. Und dann haben wir noch einen kleinen Test zum Schluss. Der Klingenrücken. Das ist halt bei Bushcraft-Messern meistens sehr wichtig, dass dieser scharfkantig ist. Ja, ist sehr brauchbar. Greift sich gar nicht einmal so scharfkantig an, wie wenn wir jetzt dieses Ergebnis miteinander vergleichen. Also der Klingenrücken würde jetzt eine stabile 8 von 10 erhalten. Kann ich jetzt diese Machete empfehlen? Ich würde sagen, ja. Als Handschuhe trage ich die Mechanics, das sind Größe M. Ich habe sehr kleine Hände, der Griff ist eigentlich sehr groß. Und dennoch kann ich mit meiner kleinen Hand gut arbeiten mit dieser Machete. Preislich liegt sie bei etwa 140 bis 150 Euro. Etwas teuer für 10,75er Stahl. Aber overall kann ich ja sagen. Und dann jetzt noch der anschließende Papiertest, nachdem wir etwas gehackt und geschnitten haben. Ui, der ist sehr aufgefeuchtet jetzt. Ja, nee, das Papier ist durch. Sie schneidet noch, aber das Papier ist wirklich komplett feucht, weil es den ganzen Tag geregnet hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei den nächsten Videos dabei seid. Ciao.